76 Jahre ist es nun her, dass sich am 8. Mai das Kriegsende in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt jährt. Als Geschichtslehrer habe ich natürlich eine besondere Beziehung zu diesem historischen Datum. Und ich verbinde natürlich auch etwas Besonderes damit, was den 8. Mai 1945 ausmacht. Bei mir ist es die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker aus dem Jahr 1985. Mit dem Kernsatz, wir müssen die Vergangenheit annehmen. Weizsäckers Rede hat in Nüchternheit und mit Genauigkeit das Unverständliche verständlich gemacht. Er schloss alle Opfer und die in Schuld Verstrickten mit ein, sprach sie an und berührte damit eine ganze Nation. Viele sprachen von einer Sternstunde in der Geschichte der Bundesrepublik. Heute gilt sie in meinen Augen zu Recht als erinnerungskulturelle Zäsur in der Bewertung dieses historischen Datums. Das, was Weizsäcker 1985 sagte, war nichts Neues. Es gab sehr wohl auch in der Bundesrepublik vorher schon das Bekenntnis zur Schuld und die Erinnerung an die vielen Opfer des Nationalsozialismus. Das sicher in unterschiedlicher Ausprägung und Tiefe. Was man mit seiner Rede aber verbindet, ist, dass es ihm erstmals gelang, ein Konsensangebot zu machen, das identitätsstiftend und damit auch versöhnend wirkte. Auf ihr aufbauend fand die Bundesrepublik und ich finde sehr wohl auch das geeinte Deutschland einen Weg zu einer Akzeptanzkultur. Und hiermit wird die Erinnerungskultur im Zeichen der Annahme der nationalsozialistischen Vergangenheit gemeint. Zitat: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiungen, der uns alle befreit hat von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Das ist die wohl am häufigsten zitierte Sequenz aus der Rede von Weizsäcker. Und damit war auch der viel zitierte Zäsurtag umschrieben. Erst damit gelang es einer breiten Mehrheit, sich dafür zu sensibilisieren, was dieser Tag wirklich war. Nicht nur die Niederlage Deutschlands, wie man gerade in den Nachkriegsjahren vielfach verherrlichend dieses Datum bezeichnete. Es war die Befreiung für alle vom Nationalsozialismus. Egal wie der Einzelne zum Nationalsozialismus stand oder welchen Platz er im System hatte. So wird auch deutlich Position bezogen und dies vor dem Hintergrund, dass das Kriegsende für jeden Einzelnen eine ambivalente Erfahrung darstellte. Und was auch unmittelbarer Bestandteil der damaligen Rede von Weizsäckers war, dass im Kontext dieses Datums niemand vergessen wurde, welches weitere Leid viele Menschen, auch Deutsche, nach diesem 8. Mai erfahren haben. Und Weizsäcker beendete mit eindrucksvollen Worten auch das Argument des Nichtwissens über den Holocaust. Hier gab es für ihn keinen Aspekt der Entschuldigung. Er führte den Deutschen also die kollektive Verantwortung für die NS-Verbrechen unmissverständlich vor Augen, machte aber auch klar, was für ihn die Schuldfrage bedeutete, dass sie nämlich nicht kollektiv, sondern immer persönlich sei. In diesem Zusammenhang ist auch der direkte Aufruf zur kritischen Selbstbefragung jedes Einzelnen zu verstehen. Gedenken und Erinnern, gerade zum 8. Mai 1945, ist ein wichtiger Moment in der deutschen Geschichte. Für mich stellt gerade diese Rede aus dem Jahr 1985 eine hervorragende und gute Möglichkeit dar, wie man sich mit dieser Thematik und ihren vielen abwechslungsreichen Facetten auseinandersetzen muss und kann. Und dies ganz besonders vor dem Hintergrund, wie viele Generationen an Deutschen jetzt schon bewusst diesen Krieg nicht mehr miterlebt und damit auch nicht mehr zu verantworten haben. Gerade hier ist es wichtig zu erinnern, Verantwortung zu übernehmen und nicht zu meinen, wir tragen nunmehr keine Verantwortung mehr für diese Ereignisse, für diese Verbrechen. Und vielleicht helfen dann auch ergänzend die Worte des jüdischen Holocaust-Überlebenden Primo Levi. Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Das ist der Kern dessen, was wir zu berichten haben.